Jetzt muss man das Ding hier irgendwie knacken. Moment. Oh Mann, immer diese blöden Geräusche. Naja, wenigstens hält uns denn auf mit der Waffe. Ding will wohl irgendwie nicht. Na klasse, wie ging das nochmal mit den Kompassnadeln? Auf jeden Fall war hier eine Waffe drin, das weiß ich noch. Oh Mann. Ah, Breitengrad, 20 Grad. Es funktioniert. Geil. Friedman ist in der Bibliothek. Also los. Bibliothekschlüssel. Mein lieber Herbert, ich schreibe dir im ganzen Geheimen. Leonard würde sich mich auf der Stelle verlassen, wenn er erfährt, dass ich mich in seine Arbeit einmische. Du bist sein Zwillingsbruder und manchmal glaube ich, du verstehst ihn besser als ich selbst. Darum möchte ich bitten, mit ihm zu sprechen. Gestern Abend haben wir uns gestritten. Er ist vollkommen besessen von seinen Forschungen. Ich glaube, er geht zu weit. Ich bin sicher, dass er das Experiment an sich selbst durchführen will. Du kennst ihn. Du weißt, dass er das tun würde. Das wäre wirklich dumm. Die behandelten Testpersonen sind erst nach 3 Wochen stabil. Und vielleicht treten erst viel später noch Nebenwirkungen auf. Bitte rede mit ihm. Deine Elisabeth. Oh, toll. Videokassette. Darauf steht Objekt 37 Teil 1. Das heißt, wir brauchen eine Glotze, um das Ding zu sehen. Munition für die Pistole und eine Pistole mit Taschenlampe. Schön. Das bringt nichts. Ja, wollen wir einen Fernseher? Fernseher. Oh ja, wieder Musik. Das ist schön. Das ist ein Computer. Okay, nichts Neues am AB. Aber der blinkt. Hey Mann, brauchst du mich? Klebeband. Ah, hier sind die ganzen Schlüssel, die wir gesammelt haben. Ein Energy Drink, 2 Speicherdisks. Drahtrolle und ein Schraubendreher. Videokassette ist Objekt 37. Die Lüftung funktioniert. Heiß hier, das stimmt. Und ich leg... Ah, wir haben 45 Munition auf Reserve. Das heißt, wir nehmen jetzt auch die Wumme. Jetzt kann man ein bisschen kontrollierter die Gegner killen. Guck mal hier. Wow. Gut. Dann gehen wir nochmal hier rein. Sehr gut. So, machen wir einfach das Fenster kaputt, obwohl ich dafür lieber den Baseballschläger benutzen sollte. Was haben wir da? Eine Gedenktafel für eine wissenschaftliche Expedition. Sogar die Koordinaten sind angegeben. Längengrad 130 Grad, Breitengrad 20 Grad. Aha, hier hätten wir also das Rätselslösung gefunden. Haben wir hier irgendwas? Hilf mir mal. Ich sehe nichts Interessantes. Okay. Wir schauen uns trotzdem mal den Raum genau an. An diesem Gang liegen jede Menge Dinge, aber nichts Interessantes. Ja, dann darf ich mal durch. Wollen wir mal hier gucken. Vielleicht liegt hier noch ein Energy Drink oder sowas. Nein. Okay, da war hier nur diese Karte drin. Ja, wenn der Stuhl jetzt auch mal mitspielen würde, dann gehen wir mal in die Bibliothek. Irgendwo war, glaube ich, auch eine Karte von diesem Gebäude. Die habe ich... Dann nehmen wir jetzt mal schnell die Marfalsch-Taste. Jetzt muss ich mit dem Pfeil tasten. Nichts Interessantes in diesen Glaskästen, also nehmen wir wieder die Wumme. Aber hier haben wir einen Energy Drink. Ah, das heißt hier mit dem Pfeiltasten können wir ein bisschen schwenken. Lalala. So, zack, 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 zack. Aber wir brauchen jetzt wieder die Stange.
und noch mehr Energy Drink. Wunderschön. Ja, auf Anvisieren habe ich dann die Waffen. Okay, vielleicht hätte ich doch tauschen sollen. Und zwar auf die Seite, wo die Items sind, auch die Item-Taste. Hier haben wir nichts. Sekunde, Zigarette aussuchen. Und weiter geht's. Da wir nichts haben, müssen wir jetzt in die Bibliothek. Wie sieht's gesundheitsmäßig aus? Okay, Stan hat einen leichten Kratzer, aber das dürfte ja nicht von Belang sein. Immer noch darum verbuggt irgendwie, weil dieses Gedöns müsste sich eigentlich wegbewegen, wenn Licht draufkommt. Das hat alles irgendwie mit dieser Pflanze zu tun, dieser Mann. Mandragoria schießt mich tot. Oh Mann, wie ich das mag, ey, ist hier so dunkel. Ah gut, die Karte habe ich schon mitgenommen. Da hatte ich schon gespeichert. Gott sei Dank, keine Viecher mehr, ey. Das heißt, dieser Bereich wäre gesäubert. Aber wir brauchen irgendwie ein Abspielgerät. Moment. War das nicht irgendwie ein Friedmans Büro? Ach, scheiß drauf. Ist es hier draußen schon dunkel? Ja, ist noch hell. Boah, was ist das? Es biegt hier die ganze Zeit. Ja, ist noch hell. Hey, wo wart ihr so lange? Ich hab mir Sorgen gemacht. Wir haben mit Monstern gekämpft. Jetzt wisst ihr's. Wir haben rumgeknutscht, wir hatten Angst. Und wir haben Waffen. Ah gut, da ist die Bibliothek. Tür aufgeschlossen, wunderbar. Hallo Kollege. Da seht ihr dieses... die fassen wir lieber nicht an. Ah, den konnten wir noch nicht. Ach, der war noch normal und jetzt verwandelt der sich. Stirb! Na komm! Boah, Mann! Ja, toll. Da wir genug von den Discs haben, würde ich mal sagen, ich speichere mal. Ich will speichern, Kollege. Alles erledigt. Und zwar hier drin um. Zum Öffnen brauche ich ein Werkzeug. Wow! Ey, leck mich scheiß Viecher! Munition für die Pistole wenigstens. Ey. Was ist mit dieser Schule nur los? Ich habe jetzt schon zu wenig Heil-Items. Na, das ist grässlich. So, guck mal hier rein. Oh, davor, oder? Ah, ein Energy Drink, Oma. Oh, nichts wie weg. Also, das heißt, Frauentoiletten sind sauberer. Was haben wir hier? Nix. Aber da haben wir die Karte des Gebäudes. Hinweise, Karte, Bibliothek, Erdgeschoss. Nur zwei Etagen. Ne,
Wir gehen jetzt mal... Da sind wir reingekommen. Wir gehen jetzt mal da die Treppe runter. Nochmal. Ich brauche einen Schlüssel, um in die Bibliothek zu gelangen. Na, klasse. Also, was war doch durch dieses Scheißzeug hier? Haha. Ha. Ist er tot? Ja. Boah. Aber hier, außer da ist noch was Interessantes. Nein, 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 nein. Die Fernseher haben noch nie funktioniert. Ist ja geil. Was hat diese Schule noch für Schrottzeug? Ja toll, jetzt brauche ich den Energy Drink. Wo ist er, wo ist er? So, gehen wir mal hier rein. Auf jeden Fall will ich auch einen Fernseher... Ja. Oh toll, ich muss nachladen. Stan benutzt... Moment mal. Genau, das brauche ich mal kurz. Aber Klebeband. Geh mal beiseite, Kollege. Genau so. Jetzt sind wir da ein bisschen sicher, nur noch 30 Kugeln. Ja, das heißt, wir müssen bald wieder ein bisschen Munition finden. Weil, hätte ich jetzt auf leicht gespielt, hätte ich schon ein bisschen mehr Munition gefunden und könnte ein bisschen leichtsinniger agieren hier. Also ein bisschen mehr rumballern, wenn ich wollte. Aber hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Und ich vergesse ständig diesen Kack-Lichtboost. Das Ding nämlich hier. Zack. Weil damit wird das Leuchten noch intensiver. Stan? Irgendwo hier ist ein Schloss, das ich knacken kann. Ah, der kann hier Schlösser knacken. Ah, da. Gut. Dafür verschwende ich nicht die Pistole. Wir dafür benutzen wir einfach die Eisenstangen. Weil das ist eigentlich Verschwendung. Geh mal alles kaputt hier. Ah, Mano. Ja, ich hau hier alles kaputt, das ist sicherer. So, aber jetzt da. Was ist das? Ein Stück Papier. Hier ist etwas hingekritzelt. Ich brauche Licht, damit ich das lesen kann. Moment, gehen wir mal hier hin. Wir sind doch hier bei Licht. Oder wie meinst du... Ah, 2432. Alles klar. Muss ich mir mal merken. Geh mal beiseite, Stan. Ja, Zeit, mein neues Schmierblatt zu benutzen. Ja, ich habe mir ein neues Schmierblatt zugelegt. Das andere war einfach nur noch 2432. So. Was haben wir hier? Ah, ja. 2432. Es funktioniert. Haben wir hier Schönes. Schlüssel zur Bibliothek und noch ein Zettel. Lieber Leonard, lieber Herbert. Ich wende mich an Sie als Ihr Freund. Ich komme gerade von der Konferenz in Seattle, bei der Ihr gemeinsames Buch Ewiges Leben ist möglich wie eine Bombe eingeschlagen hat. Ihre Entdeckungen stehen in völligem Widerspruch zu den Theorien von Dr. Leon Korsenberg. Und der Rat wird
aller Wahrscheinlichkeit nach ablehnend reagieren. Es gibt nicht wenige scharfe Kritiker. Und diese Kritiker fürchten, dass ihre Forschungen unmoralisch sind und ein schlechtes Licht auf die gesamte Wissenschaft werfen. Ich habe diese Aufzeichnungen analysiert. Ihre Theorie richtet sich ganz sicher gegen die allererste Regel medizinischer Ethik. Ohne Unterstützung eines namhaften Wissenschaftlers werden sie wohl in Vergessenheit geraten. Und ich selbst bin leider nicht bedeutend genug, um das zu verhindern. Leider finden sie die Hilfe außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Ich fürchte, dass sogar Strafmaßnahmen gegen sie nicht ausgeschlossen sind. Ich kann ihnen nicht dringend genug raten, ihre Aufzeichnungen in einem sicheren Ort zu verwahren. Meine lieben Freunde, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr treuer Freund Walt Carradine. So, so. Also die Experimente, die beiden lieben Herren Friedman hier getrieben haben, das sind keine guten Sachen gewesen. Weil selbst wenn die schon Strafverfahren angedroht bekommen haben, dann war das wirklich nicht schön. Man kann das nichts Gutes verheißen. So, jetzt untersuchen wir mal die Tür, die Stan ihm geknackt hat. So, keine Monster. Na, wo versteckt ihr euch? Da drüben. Scheiße, was ist das? Brauch nicht. Ach, das Zeug verfolgt uns. Boah, ekelhaft. So. Das tut uns sogar Schaden, ey. Das ist ekelig. Na komm schon. Hallo, schlag die Scheibe ein. Mensch, willst du sterben? Ja, toll, wir sind... Boah! Toll. Muss Ashley austauschen, auf jeden Fall. Weil wir haben nix. Ja, wir sind fast tot. Ist ja... Das sind Sprachlaborarbeitsplätze mit Kopfhörern. Was haben wir hier? Können wir das kaputt machen? Nö, hier ist nichts. Dieser Wandschrank ist voll mit Lehrbüchern. Ekelhaft. Lehrbücher. Wahrscheinlich eh kein gutes Wissen drin verzeichnet. Verdammt, wir brauchen Energy Drinks. Wohl da hinten hat Stan ein Schloss, das er knacken kann. Vielleicht haben wir da was Gutes drin. Dass wir wenigstens einheilen können und dann austauschen. Das ist ein Kinderspiel, das kriege ich hin. Eine kräftige Taschenlampe, damit kann man im Dunkeln besser sehen. Das heißt, ich würde mal sagen... zerlegen. Jetzt brauchen wir hier Klebeband, Lampe kombinieren mit... Genau. Diese Lampe ist viel intensiver. Okay, ich wechsle jetzt mal zu Stan, der ist ein bisschen... Würde mal allgemein sagen... Wechsel mal zu Ashley. Und gib. Nein, erstmal. Ich würde sagen, die kriegt erstmal nochmal die Waffe. Jetzt schnell raus hier. Und dann gehen wir gleich zur Bibliothek. Ich dachte, ich würde dieses Spiel wirklich viel schneller knacken. Aber erstmal müssen wir die Charaktere tauschen. Wir nehmen diesmal. Josh und Chen, weil die beiden sind noch bei voller Gesundheit, auch wenn ich Tenwald will, aber der ist auch nicht gerade in bester Verfassung und ich will dieses Spiel nach. Ich hatte eine scheiß Angst, ja, ja. Ist ja gut. Alles geben. Okay. Das ist der Schlüssel zur Bibliothek. Okay, jetzt kriegt Shannon. 30, ja. Bitteschön, Chen. Tja, warum ich in der Schule so viele Knarren finde, ey. Das ist typisch amerikanisch Klischee.
Also typisch, ein typisch amerikanisches Klischee, ey.